9. Mai, Professor Werner Hertle, Klimawandel und Nährstoffeinträge als weltweite Ursache des Artensterbens. Ich freue mich, dass trotz des schönen Wetters so viele Leute hierher gefunden haben. Jan-Ole Kriegs ist mein Name. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir den heutigen Referenten, Herrn Professor Werner Hertle, hier heute begrüßen dürfen. Ja. Einen herzlichen guten Abend. Eine Gliederung zusammengestellt, verschiedene Themen, die ich ansprechen möchte. Zunächst mal, warum sollten wir uns mit einem solchen Thema beschäftigen? Warum hat es eine gewisse Aktualität? Die Frage hier ansprechen, ist es überhaupt möglich, können wir durch Management diesen sich verändernden Umweltfaktoren überhaupt entgegenwirken? Die fünfte Frage ist, die ich ansprechen möchte, ist Artensterben überhaupt ein Problem? Wir stellen uns die Frage, ist verschwinden hier die Arten von unserem Los? Ist das überhaupt schlimm? Können wir damit leben oder ist es sich hier verbirgt? Die rotentropische Regenwälder ist der wichtigste Faktor für das Sterben, für das Verschwinden von Arten. Aber an zweiter Stelle findet sich in dieser Arbeit bereits der Klimawandel, also sich verändernde Temperatur oder Niederschlagsregime. Und an dritter Stelle finden Sie hier den Eintrag von Stickstoff aus der Atmosphäre in die Landschaft. Und ich will Ihnen erklären, warum das ein Problem überhaupt ist. Die Fragen an Sie, Herr Götz hat mich beauftragt, richten Sie ein paar Fragen ans Publikum. Ich habe einige zusammengestellt. Die Beantwortungen versuche ich im Laufe des Vortrags oder sonst vielleicht auch in der Diskussion nochmal anzugeben. Wir sprechen über nicht so ganz für eine Studie, aber sie hat nach wie vor eine hohe Aktualität. Sie versucht am Rand verschiedener Szenarien das Verschwinden von Arten auf unserem Globus zu quantifizieren. Drei Szenarien sind hier dargestellt. Ich beginne mit dem roten. Das ist der Verlauf des Artenschwundes auf unserem Globus, also die Anzahl an Arten, die wir verlieren würden, wenn es uns gelingt, dass zumindest die heute geschützten Hotspots der Artenvielfalt, also tropische Regenwälder, Indonesien, die Kapensis und so, dort, wo wir sehr viele Arten kennen, ich spreche gleich noch darüber, das wäre der Verlauf, wenn es uns gelingt, diese Gebiete nachhaltig zu schützen. Denn gucken wir uns einmal den Globus an, so wie diese Stickstoffeinträge, indiziert durch verschiedene Farben, vor ungefähr 140, 150 Jahren, wie sich das auf unserem Globus dargestellt hat. Das ist die Stickstoffdepositionskarte für Deutschland und da sehen Sie, wo Sie hier leben, zumindest Nordrhein-Westfalen, wie auch das westliche Niedersachsen. Dort haben wir heute bereits Einträge, die liegen bei 30 bis 40 Kilogramm. Der bundesdeutsche Durchschnitt liegt bei 20 bis 25 Kilogramm. In Norddeutschland haben wir dann einen Gradienten, dort gehen die Werte auf 10 oder unter 10 Kilogramm zurück. Also wir haben einen starken, zumindest in Norddeutschland, einen starken Gradienten des Nährstoffeintrages von West nach Ost, einen abnehmenden. Im Alpenvorland gibt es auch noch höhere Einträge. Nun achten Sie mal hier auf die grüne Kurve, die zeigt Ihnen, die dunkelgrüne Kurve, die zeigt Ihnen, wie sich der Eintrag an Stickstoff durch den Menschen, durch die künstlich erzeugten Stickstoffverbindungen in der Landwirtschaft, um unsere Agrarflächen zu düngen, wie sich das entwickelt hat. Und die Einheit hier ist sogenannte, sind sogenannte Teragramm, man kann auch sagen 10 hoch 12 Gramm oder Millionen Tonnen. Wir haben die gleiche Einheit, wie man sieht, seit den 60er Jahren ist das dramatisch explodiert und wir werden uns heute auf einem sehr hohen Niveau Tendenz weiter steigen. 180 Millionen Tonnen Stickstoff wird künstlich. Als Folge der Stickstoffdüngung verlieren wir auch Lachgas. Lachgas, H2O, steigt aus diesen Flächen auf und man hat hier verschiedene Gebiete gemessen. Im Schwarzwald, der Schauinsland, das ist die grüne Kurve oder auf der Zugspitze, diese dunkelblaue Kurve, die Lachgaskonzentration ist während der vergangenen Jahre linear angestiegen. Lachgas als Konsequenz der Stickstoffdüngung ist ein riesiges Problem, weil es ist ein klimawirksames Gas. Und zwar um den Faktor 300 ist es klimawirksamer als der.
Nun gibt es relativ viele Arbeiten, die haben untersucht, wissenschaftliche Arbeiten, die haben untersucht, wie wirkt den Klimawandel auf Ökosysteme, auf Arten, ich erhöhe die Temperatur, ich verändere den Niederschlag. Aber es gibt wenig Untersuchungen, die sich fragen, wie wirken eigentlich Klimawandel und die Stickstoffdüngung unserer Landschaft in Kombination. Denn beides werden unsere Ökosysteme oder Lebensräume im Verlauf dieses Jahrhunderts erfahren. Und grundsätzlich ist Folgendes denkbar. Man kann sich vorstellen, erhöhte Temperaturen und eine Düngung mit Stickstoff, die beiden wirken additiv. Das heißt, der erste Faktor bewirkt einen, hat einen bestimmten Effekt und der zweite Faktor hat einen bestimmten Effekt. Und wenn die additiv wirken, kann ich die einfach zusammensetzen und dann kann ich vorhersagen, wie die Pflanzen oder Tiere reagieren. Das Problem ist aber, dass sie oftmals auch nicht additiv wirken. Man nennt das dann Ecological Surprises, das heißt, dass der Lebensraum macht auf einmal irgendetwas, was wir überhaupt nicht erwartet haben. Und das kann einmal antagonistisch sein, das heißt, das, was der eine schlimm macht, kann durch den anderen wieder kompensiert werden. Oder sie wirken synergistisch oder sich gegenseitig verstärken. Also auf einmal reagieren die Systeme auf Faktor A und B nicht additiv, sondern noch viel stärker. Der Artenschwund ist nochmal viel stärker als durch A oder durch B verursacht. Ich will Ihnen versuchen zu erklären, wie das sein kann. Zwei Hypothesen, die ich in meinem Vortrag wissen, dass heute die meisten Lebensräume oder Ökosysteme durch die Verfügbarkeit an Stickstoff limitiert sind in ihrem Wuchs. Etwa 70% auf unserem Globus sind, wenn die mit Stickstoff füllen, wachsen die besser. 70% sind in den tropischen Systemen auch, wenn sie nicht durch Stickstoff, sondern durch Phosphor limitiert. Aber wenn ich jetzt Stickstoff reinbringe, dann ist Stickstoff irgendwann nicht mehr limitierend. Die Pflanze sagt, brauche ich nicht mehr, habe ich genug von, jetzt fällt mir was anderes. Wie Justus von Liebig das vor etlichen Jahrzehnten bereits prognostiziert hat. Das heißt, die Systeme verändern sich, es entsteht ein Artenrückgang, ich werde noch erklären, wie das wirkt. Und was wir häufig feststellen, in vielen Lebensräumen werden Gräser häufiger. Also die Kräuter, das was diese Blumenduft macht, die Wiesen, die verschwinden und Gräser werden leer. Ich will euch erklären, woran das liegt. Und die zweite Hypothese, die ich Ihnen erläutern möchte, ist, dass Stickstoffeinträge, die Sensibilität von Ökosystemen gegenüber Klimawandel erhöht. Ich zeige Ihnen jetzt mal die Reaktion von Buchen, 220-jährig, und von Eichen, der sogenannten Traubeneiche. Stickstoffeintrag in Interaktion mit erhöhter Temperatur und Stickstoffeintrag mit abnehmender Niederschlagssituation. Ich beginne mit dem linken Diagramm. Da sehen Sie wieder die mittlere Jahrestemperatur blau, die mittlere Deposition wie eben. Und wenn ich jetzt nie, dass die Erhöhung, wie wir es schon eben hatten, die Temperaturerhöhung im Laufe dieses Jahrhunderts prognostiziert, bei geringen Stickstoffeinträgen, bei geringen um 5 Kilogramm, führt eine Temperaturerhöhung zu dickeren Jahren. Der Baum reagiert bei geringen Stickstoffeinträgen, 4 bis 5 Kilogramm, auf eine zunehmende Jahrestemperatur positiv. Wenn ich aber hohe Stickstoffeinträge habe, 13, 14 Kilogramm, und ich erhöhe die Temperatur, dann werden die Jahre auf einmal enger. Der Baum wächst schlechter, er reagiert anders. Es ist keine additive Reaktion der wie es vorher ist. Das ist eine Non-Additive, kann ich nicht vorhersagen. Gucken wir uns mal die Eiche an. Auch da, was ganz verblüffend ist, da sehen Sie die blaue senkrechte Linie wieder die heutigen Stickstoffeinträge. Und diese blaue Linie, die zeigt Ihnen, wie viel es in dem Gebiet heute im Sommer regnet. Die Sommerniederschläge 470 mm. Und die prognostizierte Abnahme der Sommerniederschläge ist die gestrichelte Linie auf etwa 370 mm. Und jetzt sehen Sie wieder, bei niedrigen Stickstoffeinträgen reagiert die Eiche praktisch überhaupt nicht darauf, wenn es trockener wird. Das ist bekannt, die Eichen sind relativ trockenheitsresistent. Wenn die Eichen aber stark gedüngt sind mit Stickstoff, dann werden die Jahre auf einmal enger. Das heißt, ich habe eine Interaktion zwischen dem Maß an Dünger, das ein solcher Baum bekommt, und den sich ändernden.
vergessen wir jetzt mal die Wälder. Ich versuche jetzt mal in einzelnen Kulturlandschaften ähnliche Experimente Ihnen vorzustellen. Wir haben solche Experimente mit verschiedenen Pflanzen gemacht, mit Bäumen, mit Sträuchern, mit Gräsern. Alles sehr ähnlich. Ich komme jetzt mal zu den Haien. Haien sind die ältesten Kulturlandschaften, die wir in Europa haben. Heidebauern gibt es in Norwegen beispielsweise schon seit 6000 Jahren. Bei uns im nordwestdeutschen Tiefland ist das Heidebauer schon seit 1500 Jahren nachweisbar. Also das sind alte Kulturlandschaften. Wie sehen die aus? Das ist hier die Verteilung von Haien. Hier gibt es auch etliche im nordwestlichen Nordrhein-Westfalen, aber auch im Tiefland. Ja, hier beispielsweise im Bayerischen Wald. Ich zeige Ihnen einfach mal ein paar Bilder, wie solche Heidelandschaften aussehen. Das ist eine typische Tieflandsheide. Das ist das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide, direkt unweit von uns zu Hause. Hier sieht eine Tieflandsheide aus. Heiner Theodor Luther hat zum Heiligen Meer auch so die Tieflandsheiden. Sehr typisch, sehen sehr ähnlich aus. So sehen diese Landschaften beispielsweise in Cornwall aus, Südwestengland. Und das, was hier so hell ist, das sind alles Gräser, die sind in den letzten 10, 20 Jahren einmal häufig geworden. Und hier zwischendrin ist noch so ein bisschen die Besenheide. Stickstoff produziert das Gras weniger Biomasse als die ungedüngte Heide. Aber wenn ich hier das Düngel, nicht, dann rauscht die ab. Und wenn ich die jetzt noch mit der Besenheide zusammensetze, produziert sie ohne Stickstoff 80 Milligramm, mit Stickstoff versiebenfacht die ihre Biomasse. Jetzt sind sie in der Psyche der Besenheide und sie haben eben die Kollegen versiebenfacht die Biomasse, macht das dunkel. Also sie wird einfach über Lichtkonkurrenz verdrängt. Und das Schlimme ist noch, dass bei gedüngten Pflanzen fangen die bereits an, die Hälfte nach dem ersten Jahr auch noch Früchte zu bilden. Das heißt, die reproduzieren, die machen nicht nur mehr Biomasse, sondern auch noch mehr Nachkommen. Also ich kriege auch noch die Besenheide, kriegt dann auch noch die Verjüngung von dem Gras auch noch ab. Also das Gras ist offensichtlich in der Lage, vorhandenen Dünger besser zu nutzen als diese andere Pflanze, die Besenheide. Und jetzt haben Leute intelligente Experimente gemacht. Man stellt jetzt fest, also der eine wächst viel besser und verdrängt quasi dann den anderen, der niedriger bleibt, also er wird beschattet. Und jetzt haben Schweizer Kollegen ein Experiment gemacht und haben unten, wenn das ein Lichtproblem ist, haben die dort Lampen reingehängt. Qualität und können unterschiedlich gut quasi mit den jeweils limitierenden Stoffen umgehen. Das Problem, das wir jetzt in eigentlich allen Ökosystemen auf unserem Globus haben, egal ob wir uns in Europa befinden oder ob wir in Nordamerika, Südamerika, in Asien sind. Es ist so, dass wenn wir hier einen Gradienten haben des Angebotes an Stickstoff und hier ist es stickstoffarm und hier ist es stickstoffreich, dann haben wir an den ärmsten Standorten, dort wo eine Mangelsituation an diesem Nährstoff herrscht, dort haben wir die meisten Arten, dort ist die Biodiversität am höchsten. Man kann sich das so erklären, dass an einem solchen Mangelstandort keiner den anderen aus dem Lebensraum verdrängen kann. Keiner kann so richtig optimal wachsen, alle sind sie näher am Krebseln und lassen den anderen am Leben. Während wenn wir hier die Nährstoffversorgung verbessern, sind einige wenige, die dann luxurieren und die anderen verdrängen. Das heißt, wir haben also einen Gradienten, eine Abnahme der Artenvielfalt, dann wissenschaftlich einfach die beste Abnahme der Artenvielfalt von links nach rechts. Und was wir mit dem Stickstoff machen heute, den wir mit Millionen Tonnen in die Lebensräume bringen, wir zerstören sozusagen diese Lebensräume, weil wir sie aufdünnen. Weil es diese Lebensräume nicht mehr gibt, die rutschen hier rüber. Aber die Arten, die an diese Systeme angepasst sind, die verschwinden. Das ist ein wesentlicher Mechanismus, warum wir mit dem Düngen unserer Landschaft mit Stickstoff einen wesentlichen Verursacher des Artensterbens weltweit haben. Nur steht man fest, hier die bei uns auf Niedersachsen sterben stärker, während die, man sagt, Provenienzen, genetischen Herkünfte vom Areal ran,
die sind ein bisschen besser schon angepasst. Man kann natürlich der gleiche Naturschutzschall, dann bringt man die doch zu uns nach Norden und dann geht das besser. Aber das sind alles problematische Diskussionen. Ich will aber nur sagen, also, wir düngen die und dann kommt eine Trockenheit und dann sterben die ab. Und nun sagt man im Naturschutz ganz oft, okay, vielleicht können wir, wenn wir unsere Landschaften pflegen, wenn wir sie managen, vielleicht können wir die Situation dadurch verbessern, dass wir durch ein Management den Stickstoff aus dem System herausnehmen. Es gibt viele Managementverfahren, viele Lebensräume, Kulturlandschaften, auch Heiden werden gemäht, von heute maschinell, man hat dieses Mahngut, kennen Sie vielleicht noch bei Rieddächern oben zum Eindecken des Firstes genommen, das ist kostendeckend, das kann verkauft werden, das Material, damit kann man die Managementkosten decken, geht plus minus null auf. Es gibt auch die Möglichkeit, das zu brennen, Winterbrand, das ist im Sommer nicht erlaubt, das ist verboten, wir sind vor so einem Birkhuhn im Sommer, mit so einem Tourist durch die Heilung, ein brennendes Birkhuhn, das ist natürlich nicht populär für den Naturschutz, das darf man nicht machen, also gibt es nur Winterbrand, man kann auch so etwas abrasieren, das ist eine ganz rigide Methode, man nennt das Plank, hat man früher gemacht, die Heidebauern, oder man beweidet das mit Heidschnucken. Und jetzt haben wir gefragt, na gut, das sind Managementverfahren in Heiden, werden die seit Jahrtausenden angewandt. Wie viel Stickstoff kriege ich denn damit aus dem System? Muss unsere Gesellschaft sich fragen, wollen wir das investieren oder nicht? Das ist eine politische Frage dann. Ich komme zur fünften Frage. Ich hoffe, Sie können noch ein bisschen zu später Stunde. Und stelle die Frage, ist es überhaupt ein Problem, wenn Arten von unserem Globus verschwinden? 20.000 bis 30.000 Arten, hatte ich gesagt. Okay, so? Aha. Nicht, dass ich von den Stühlen kann. Also, wie viele Arten verschwinden? Die Frage hatte ich beantwortet. Und hier habe ich jetzt einmal ein Beispiel gebracht aus einem Hotspot der Artenvielfalt, ein tropischer Regenwald. Und all diese Arten, die Sie hier sehen, sind typisch für Amazonien, kommen dort in diesen Regenwäldern vor. Und man kann sagen, jede dieser Arten, die einzelnen Arten, gibt es nur einmal auf unserem Globus. Es ist ein Unikat, es ist einzigartig. Und man kann sagen, das Potpourri an Arten dort ist vielleicht so etwas wie das naturhistorische Gedächtnis dieser Waldökosysteme. Feuerereignis, dann stellt man fest, dass man eine signifikante Erhöhung des Feuerereignisses hat, wenn die auf einmal fehlen, weil Biomasse akkumuliert und dann habe ich mehr Nährstoffe, so wie wir das im Augenblick in Kanada beobachten. Solche Brände entstehen dann mit einer größeren Heftigkeit. Was sich auch festgestellt oder was festgestellt wurde, ist beispielsweise, dass symbiotische Pilzpartner, Mykorrhiza-Partner für Pflanzen weniger werden. Das heißt also, man dreht an einer Schraube hier und wie in einem Uhrwerk bewegen sich da Zahnräder in die eine oder die andere Richtung, aber in einem ganz komplexen Interaktionsmechanismus, den wir eigentlich gar nicht vorhersagen können. Wer würde erwarten, dass wenn ich eine Giraffe aus einem Lebensraum herausnehme, auf einmal der Baum nicht mehr seinen Mykorrhiza-Partner hat oder nicht mehr in dieser Intensität. Das heißt also, Systeme reagieren in einer so komplexen Weise auf den Schwund von Arten, dass wir es eigentlich gar nicht prognostizieren können. Wir müssen solche aufwendigen Experimente machen, um wirklich belastbare Vorhersagen tätigen zu können. Ich will das Ganze einmal versuchen zusammenzufassen. Ich hoffentlich versuche Ihnen darlegen zu können, dass Stickstoffeinträge weltweit ein ganz wichtiger Verursacher des Artenschwundes sind oder darstellen. Insbesondere eben einzelne Populationen werden kleiner, gehen zurück, erreichen die kritische Populationsgröße, werden dadurch in ihrer Fertilität oder Vitalität eingeschränkt und sterben dann irgendwann aus. Die Mechanismen, die diesen Rückgang verursachen, sind vielfältig. Hauptsächlich ist es Lichtkonkurrenz. Es gibt einige wenige, die luxurieren und verdrängen, dadurch eben die nicht so produktiven, die verschwinden dann. Es kann aber auch sein, dass beispielsweise Pilzpartner geschwächt werden, weil einfach
je mehr Stickstoff ich dort reinbringe, diese Partnerschaft nicht mehr so funktioniert, weil sie sich ja zu einer Zeit in einem System entwickelt haben, eine Kooperation, eine positive Entwicklung gefunden hat, wo die Belastung nicht vorhanden war. Das heißt also, diese Partnerschaft ist zu einem Zeitpunkt entstanden, wo eben nicht diese Belastung da gewesen war. Und dort hat sie funktioniert, dort haben Selektionsmechanismen gezeigt, dass es gut ist, diese Partnerschaft zu haben, aber die verliert ihre Wertigkeit, ihre Funktionstüchtigkeit, wenn solche Systeme dann auf einmal unnatürlich nährstoffreich werden. Ein dritter wichtiger Punkt ist, den ich Ihnen so als Botschaft mitgeben möchte: Stickstoffeinträge interagieren mit Klimawandel und beides und noch vieles mehr, CO2-Anreicherung, biotische Interaktionen, aber hier habe ich nicht so diese beiden beleuchtet. Das ist schon schwierig genug, das zu untersuchen, man müsste es auch noch mit vielen anderen Faktoren kombinieren, aber diese beiden interagieren, denn Stickstoffeinträge erhöhen die Sensibilität vieler Ökosysteme gegenüber Trockenheit oder gegenüber höheren Temperaturen, weil sich einfach, man sagt, Allokationsprozesse, also die Verwendung des assimilierten Kohlenstoffs oberirdisch oder unterirdisch verschieben. Und dann ein letzter Punkt, der hat eigentlich gar nichts mit dem Ökologe, kein Ökonom, aber auch das will ich einfach nicht unerwähnt lassen. Wenn wir Stickstoff in die Landschaft bringen, dann haben wir meistens nur die betrieblichen Profite, Gewinne oder Bilanzen vor Augen. Wenn ein Landwirt düngt, ist das betriebswirtschaftlich vernünftig und gut für ihn. Aber es ist volkswirtschaftlich ein Problem und diese Rechnung machen wir oft nicht. Und wir wissen heute in Deutschland, unsere Agrarsysteme haben etwa 100 Kilogramm Endüberschuss pro Hektar und Jahr nach Biowasser zu nehmen. Ein Weizenacker oder ein Maisacker gedüngt wird, bleibt netto 100 Kilogramm Überschuss. Das kriege ich nicht raus, das bleibt im System. Und wir wissen aus verschiedenen Studien, dass die volkswirtschaftlichen Schäden, je nachdem, ist es ein Grundwassereinzugsgebiet oder nicht, pro Kilogramm Überschuss in unserer Landschaft entsteht ein Schaden von 2 bis 50 Dollar. Also bis für die EU gibt das genauso. Sie können sagen, es gibt Gebiete, der erzeugt ein Kilogramm, ja 100 in den Agrarflächen. 50% unserer Bundesrepublik sind Agrarflächen. Und ein Kilogramm Überschuss kann einen volkswirtschaftlichen Schaden von 50 Dollar oder Euro erzeugen. Diese Bilanzen stellen wir viel zu wenig an. Und ich denke, wir müssen unser Handeln und all das, was wir tun, ethisch, moralisch, aber auch vielleicht ökonomisch reflektieren. Ja, ich möchte mich zunächst bei meinen Mitarbeitern, meines Instituts bedanken. Es sind tausende von Messungen hinter diesen einzelnen Graphen. Ich habe fast planlos diese tausend Messungen gemacht. Also mein Dank an den und natürlich an Sie für Ihre Aufmerksamkeit zu dieser späten Stunde. Vielen herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Hertel, für die Verursacherprinzip müssten das ja eigentlich die Bauern zahlen, die das erstmal in den Kreislauf bringen und nicht der normale Verbraucher, sondern derjenige, der da wirklich düngt. Und da wäre für mich die Frage, warum man dann diesen Weg nicht geht. Ja, also ich bin völlig bei Ihnen, das ist eine völlig berechtigte Frage. Wie würde man das machen? Wie würde man ein Verursacherprinzip umsetzen in diesem Bereich? Und die politische Diskussion, die diese Frage von Ihnen aufgegriffen hat, bereits in den 80er Jahren, auch in den 90er Jahren, ist das Instrumentarium der Stickstoffsteuer. Das heißt, Landwirt, und man könnte mit dieser Steuer dann beispielsweise verunreinigtes Grundwasser wieder reinigen. So, ich denke, so dann hätte ich Sie auch verstanden. Das heißt, dann hätte ich man wird weniger verwenden. Oder genau. Weil man weniger Gewinn erzielen. Genau. Dann könnte ein Landwirt auch sagen, okay, wenn der Stickstoff besteuert wird, mein Produkt teurer wird,
verwende ich weniger, dafür habe ich einen Produktionsverlust sicherlich, produziere dann weniger, dann müsste das dann auf den Preis umschlagen. Lebensräume unterschiedlich stark aufgenommen werden. Gibt es dann da auch unterschiedliche Effekte, was den Artenschutz angeht? Also ich glaube, im Wald sind etwas mehr auf als zum Beispiel eine Wiese oder sowas. Ja, also es ist in der Tat so, dass verschiedene, sagen wir mal so, der Bedarf an Stickstoff ist unterschiedlich. Es gibt Lebensräume, die haben von Natur aus einen hohen Stickstoffbedarf, zum Beispiel Feuchtwiesen sind in der Lage, deutlich mehr Stickstoff aufzunehmen, haben von Natur aus eine höhere Produktivität, dort würde der Stickstoff stärker aufgenommen werden, das wäre ein stärkerer Umsatz, also die Streu, die produziert würde, die Biomasse, wäre damit auch wieder stickstoffreicher, sodass der, ich sag mal, der Umsatz, der Turnover, der Umsatz insgesamt im System würde größer werden. Es gibt aber auch Systeme, die sind absolute Stickstoffmangelstandorte, also zum Beispiel ein Sandboden in der Regel kann Stickstoff gar nicht in dem Sinne Pflanzen verfügbar speichern. Das heißt, die Pflanzen, die dort wachsen, die Primärproduzenten, sind extreme Hungerkünstler, sage ich mal. Und wenn sie wenig Stickstoff aufnehmen, haben sie natürlich auch in der Streu wieder wenig Stickstoff drin. Das heißt, der Gesamtumsatz ist insgesamt geringer. In der Tendenz ist es so, dass hochproduktive Systeme mehr Nitrat aufnehmen und die wenig produktiven Systeme mehr Ammonium aufnehmen. Also Science Bad Münster.